Ladies and Gentlemen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing hier bei mir auf YouTube. Jawohl. Ich habe die Tage ein erstes Video veröffentlicht, ja, das ganz kurz, ein kleines bisschen offscreen. Ich habe das erste Video veröffentlicht als mit Unboxing, ne, hier von diesem neuen, ne, von der neuen Räumlichkeit und so. Und da waren sich alle ziemlich einig gewesen, dass sie gesagt haben, Tobi, an sich alles ganz nice, richtig cool, der Raum ist cool und so weiter und so fort, aber es wäre schon cool, der Sound ist noch nicht so pralle. Da stimme ich euch absolut zu, das habe ich beim Schneiden und so auch gemerkt. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich da ein bisschen was ändere. Ja, mit der Beleuchtung spiele ich auch momentan noch so ein bisschen rum, guck, was da am besten ist und so. Aber ja, ich werde auf jeden Fall an der Beleuchtung noch ein bisschen was ändern müssen, am Sound noch ein bisschen was ändern müssen. Das heißt, ich bin momentan auf der Suche nach einem gescheiten Lavaliermikrofon. Also wenn ihr mir da was Cooles empfehlen könnt, sagt es gerne Bescheid, ne, in die Kommentare damit. Wenn ihr eine coole Empfehlung habt, was einigermaßen preiswert vielleicht auch ist, dann auf jeden Fall gerne in die Kommentare damit. So, nun habt ihr es aber anhand des Titels wahrscheinlich schon gesehen. Ja, ich hoffe mal, die Fokussierung. Das passt auch alles. Ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher. Ich hoffe mal, er fokussiert nicht diesen Controller hier. Ich pack das mal beiseite. Ja, doch, sieht aber, glaube ich, ganz gut aus. Ja, wie gesagt, also. Ihr habt es anhand des Titels schon gesehen. Vernasch die Welt Box. Sie ist da, beziehungsweise sie ist schon länger da. Sie liegt schon etwas länger hier unten. Die neue Vernasch die Welt Box in diesem Monat. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was es für ein Thema ist. Ich weiß nur, die Box sieht ordentlich ramponiert aus. Ich hoffe mal, dass alles, was da drin ist, ist auch noch in Gänze darin. Und ich hoffe nicht, dass da irgendwie eine Dose drin war, die jetzt, ja, aber wahrscheinlich hätte man das schon gemerkt. Wir machen das gute Stück einfach mal auf und gucken einfach mal rein. Ich quatsche einfach ein bisschen lauter und dann sollte das mit dem Ton hoffentlich auch einigermaßen funktionieren. Wie gesagt, rechne da mit einer Änderung innerhalb der nächsten Tage. So, wir machen die Box mal auf und gucken einfach mal rein. Oh, ich liebe diesen Duft. Ich liebe diesen Duft, der da so immer rauskommt. Ne? Da haben wir die ersten beiden Sachen. Ich sehe schon, das Thema ist in diesem Monat, das ist jetzt natürlich nicht so schlau, weil ich jetzt nicht sehe, auf meinem Handy habe ich nämlich so Monitoring von der Kamera. Das sehe ich jetzt zwar nicht mehr, aber scheiß da rum drauf. Wird schon passen. Das Thema in diesem Monat bei der Vernasch die Weltbox. Ich hole mal mein Handy hier ran. Ich muss das sehen. Ich muss sehen, was da passiert. Weil sonst habe ich das Gefühl, dass da irgendwas falsch ist. So, Thema in diesem Monat bei der Vernasch die Weltbox ist Kanada. Ja, da bist du oft alleine, weil es ist Kanada. Ja, okay, Entschuldigung, tut mir leid. Schauen wir mal. Ich schaue da nicht rein, dann spoilere ich mich ja, das will ich ja gar nicht. Und natürlich, wie immer, auch ein wunderschönes Kärtchen mit dabei. Ja, ein wunderschönes Postkärtchen, weiße Bescheid. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten Item. Sunbites. Sunbites. Grain Waves. Sun Ripened Sweet Chili Flavor. Sweet Chili Flavor reicht mir persönlich schon komplett aus, um zu wissen, ich gucke extra weg, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, ich gucke extra weg, dass das Ding fokussiert. Ich glaube, das klappt aber einigermaßen gut. Was mit der Beleuchtung hat, gefällt mir noch nicht so ganz. Vielleicht muss ich diese Leuchte hier ein bisschen drehen. Ja, vielleicht eine Idee, damit das hier angeleuchtet wird, damit ihr auch seht, was es ist. Ich glaube, so geht's. Sunbites. Ja, doch, man kann es lesen. Sehr gut. Sunbites Grain Waves. Three Whole Grains. Wir machen einfach mal auf. Boah. Sweet Chili, man merkt es. Man merkt das. So sehen die Dinger aus. Sind solche, nur solche, sieht man das einigermaßen? So, ich zeige euch das nochmal, ich gucke wieder weg. Nur so dünne Plättchen sozusagen und ich würde aber mal sagen, Cheerio. Mhm. Okay. Doch, die kann man essen. Die schmeckt sehr gut. Doch. Doch, die sind gut. Das Ding ist, die schmecken ein bisschen nach nichts. Also du hast so eine leichte Chili-Schärfe, aber du schmeckst halt irgendwie nicht so richtig, dass das, also du hast bei anderen Chips-Sachen hast du immer so salzig, ne? Du hast immer so das Gefühl, so, boah, ich muss was trinken, boah, fuck. Und bei denen hier überhaupt nicht. Schmecken an sich. Hm? Ja, doch. Kann man essen.
Also Sunbites, ne, sind schon mal gut. Ich pack die mal hier drüben hin. Und dann lege ich gleich mal das nächste. Big Hoops. Hula Hoops. Barbecue Beef. Ein Grab Bag. Hula Hoops, ne, das ist, ihr wisst alle, was ein Hula Hoop ist, ne, das brauche ich auch wahrscheinlich nicht sagen. So sieht das Ganze aus. Ist das die Schriftart von Burger King, Alter? Irgendwie sieht das ein bisschen nach Burger King aus. Ich weiß auch nicht, irgendwie sieht das, so die Verpackung an sich sieht irgendwie nach Burger King aus. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, Hula Hoops heißt die Dinger. Ihr wisst, was ein Hula Hoop ist, ne? Ein Ring und der dreht sich dann und. Auch hier, glaube ich, nicht erklären. Das, ich glaube, jetzt bekomme ich meine Salzexplosion. Oder meine Gewürzexplosion. Ist wie gesagt Barbecue Flavor. Das sind solche kleinen hier, ne? Die da sind das. Solche kleinen, runden Dinge. Und ich würde aber mal sagen, Prösterchen. Mhm. Potato Rings. Mhm. Ja. Auch die schmecken gut, erinnern mich auch irgendwie an irgendwas erinnern die mich, was wir hier auch in Deutschland haben. Die schmecken sehr, sehr nach Kartoffel. Das finde ich krass. Normalerweise hast du bei solchen Dingern ja immer, dass jetzt nicht unbedingt, dass die Sachen jetzt nicht unbedingt nach Kartoffel schmecken, obwohl es draufsteht, aber bei denen schmeckst du echt krass die Kartoffel raus. Ob das jetzt Chemie ist, ob das jetzt Chemie ist oder nicht, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ja, keine Ahnung. Aber es schmeckt sehr chemisch, also sehr nach Kartoffel. Aber ist gut. Aber ist gut. Und gleich schon das nächste. Oh, alles klar. Ihr kennt Ritz-Cracker. Ja? Also ich sag mal, 90% von euch werden wahrscheinlich Ritz-Cracker kennen. Das sind diese kleinen Runden mit den Löchelchen drin und diese Zacken an den Ecken, die so ein bisschen süß und salzig gleichzeitig schmecken. Ne? Die schmecken irgendwie... Ich weiß nicht, wie die das machen, schmecken irgendwie nach Zucker und nach Salz gleichzeitig. Und meistens, also diese Ritz-Cracker, die kann man extrem gut dippen. Also das sind extrem geile Dips, wenn du jetzt, wir haben zum Beispiel einen Thermomix und an Silvester zum Beispiel machen wir immer verschiedene Dips, wie zum Beispiel Frischkäse-Dip oder so ein Lachs-Dip, ja, so eine Geschichten. Und da kannst du diese Kekse extrem geil verwenden, um sie zu dippen, weil sie nicht gleich auseinanderfallen, aber die haben einfach so einen extrem geilen Geschmack. Zusätzlich zu diesen Dips. Dips. Naja, jedenfalls, das hier sind Ritz-Cracker, also Ritz-Bits. Keine Ahnung, Ritz-Bits mit Peanut Butter. Das ist ein Big Pack. Das ist ja nice. Ich überlege gerade, wie ich die jetzt am besten aufmache, ohne dass ich irgendwas kaputt mache. Ich würde sagen, ich mache es einfach mal mit dem Messer einen gekonnten Schnitt. Naja, so halbwegs gekommen zumindest. Riechen tun sie geil. Mal gucken, ob sie auch geil schmecken. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, so sehen sie aus. Das sind solche Mini-Ritz-Crackerchen. Und dazwischen ist eine Schicht so ganz dünn aufgetragen Peanut Butter. Ich würde aber mal sagen, Prösterchen. Auch wieder genau das Gleiche. Du hast diesen süßen Geschmack. Und aber auch diesen salzigen Geschmack. Das ist so krass. Und dazu noch diese Erdnussbutter. Das schmeckt irgendwie total verrückt. Ich weiß auch nicht. Das schmeckt irgendwie total crazy. Kann man schwer erklären. Aber die Kombi mit der Peanut Butter ist echt geil. Also die sind wirklich gut. Ich glaube, ich möchte noch einen probieren. Die schmecken nur Barbecue und Sweet Chili gerade. Sehr geil. Dann haben wir hier... Oh. Okay. Ist da irgendwas drin? Nee, ist nicht irgendwas. Okay. Ich glaube, die haben das da reingelegt. Das ist so ein Kühlpad. Ja, also das hier sollte man bestenfalls wahrscheinlich nicht essen. Ja. Kann man aber... Das sieht ja unheimlich aus. Kann man aber theoretisch wiederverwenden. Mache ich auch einfach. Das kommt einfach ins Gefrierfach. Kann man immer mal gebrauchen, so ein Ding. Dann geht es weiter mit Cadbury, kennen wir mittlerweile aus in Unboxings, Mr. Big Original. Das ist ein, jetzt sehe ich hier nichts, weil das über die Kiste da drüber geht, das ist doch blöd. Hier, Mr. Big, ja,
Und das ist sozusagen, ja, was ist das? Das ist Keks mit Erdnussbutter, Schokolade und Karamell. Und das ist schon offen und das ist nicht gut. Jetzt weiß ich nicht. Also dadurch, dass das halt offen ist, ne? Okay, das sieht nur ein bisschen gedamaged aus. Okay, das werde ich jetzt nicht probieren. Ich zeige es euch aber trotzdem einfach schon mal. Dann seht ihr auch mal, wie es von innen aussieht. Das ist leider schon offen. Ich würde mal sagen, dass das aufgeplatzt ist. Denke ich jetzt einfach mal. Beziehungsweise... City. Okay, scheinbar kann man die abrechnen oder so. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Alle sind noch so Crunchies mit dabei. Okay. Also so sieht es von innen aus. Ne, nur wenn ihr es nochmal gesehen habt. Ich probiere mal. Es hat einen sehr eigenen Geschmack. Es hat einen sehr eigenen Geschmack. Es ist sehr... Du schmeckst sehr die Erdnuss raus. Ich weiß jetzt nicht, woran das genau liegt. Ob das daran liegt, dass das schon länger offen war jetzt. Ich weiß es nicht, aber das ist ein sehr, sehr erdnussiger Geschmack. Aber ich glaube, das ist natürlich extra so. Ne? Aber schmeckt gut. Schmeckt wirklich gut, kann man sich uneingeschränkt auf jeden Fall geben. Doch, ich glaube, das ist ganz gut. Dann haben wir hier M&M's. Und zwar mit Hazelnut. Mit Hazelnut Spread. So sieht das Ganze aus. M&M's Hazelnut. Ich bin sehr gespannt, wir probieren. Sind ein bisschen größer als M&M's, die man sonst so kennt. Ich probiere mal. Ich kriege immer Zahnschmerzen von M&M's. Sind gut. Die sind gut, aber die Zahnschmerzen kicken rein. Aber sie sind wirklich lecker. Sind lecker. Doch, kann man sie geben. Was seid ihr eigentlich so für ein Typ? Es gibt ja zwei Arten von M&M's. Es gibt einmal die mit Nüssen und es gibt einmal die ohne Nüsse. Und jetzt frage ich euch, was für ein M&M's-Typ seid ihr? Seid ihr eher so der mit der Nuss drinne, die M&M's, oder lieber die normalen? Ich persönlich, wenn ich mal M&M's esse, bei mir müssen es immer die mit Nüssen innen drin sein. Ich weiß nicht warum, aber mir schmecken die einfach irgendwie besser. Mir wird nach einer Zeit, wenn ich diese normalen esse, wo keine Nuss dazwischen ist, mir wird irgendwann schlecht von dieser schokoladigen Creme, die da so innen drin ist. So, dann haben wir hier. Okay, gut, die kennt man. Also die mache ich jetzt auch nicht auf, weil die kennt man, aber die sind geil. Die sind sehr geil. Die werden auch nicht lange überleben. Aber die werde ich jetzt, wie gesagt, die werde ich nicht aufmachen, weil die kennt man ja schon. Und zwar die Reese's Pieces. Ihr wisst ja, Reese's sind allgemein, ist somit eigentlich das, was ich von amerikanischen oder eben Übersee-Süßspeisen am liebsten mag, sind auf jeden Fall Reese's. Und diese Pieces, die sind wie M&M's. Ja, auch davon kriege ich Zahnschmerzen, aber ist mir scheißegal. Also die esse ich trotzdem, ja, das, weil es einfach diese Schokolade, dann diese Erdnussbutter und... Oh, wenn ihr versteht, was ich meine. Also Reese's sind wirklich hammermäßig. Ich liebe diese Dinger. Und ich habe doch letztens bei, ich weiß gar nicht, wo war das, bei Lidl, habe ich so eine Reese-Nachmache gesehen. Habe mir die gekauft und ich war so dermaßen enttäuscht. Weil die halt einfach überhaupt nicht so geschmeckt haben, wie ich Reese's erwarte. Überhaupt nicht. Also hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Falls ihr diese Nachmachen seht, also falls ihr wirklich richtige Reese's erwartet, vom Geschmack her, braucht euch nicht kaufen. So, dann haben wir... Oh, Henry! Leider... Oh, Reese's Peanut Butter. Oh, was? Leider, glaube ich, auch ein bisschen gedamaged. Kann das sein? Vom Transport könnte sein oder geschmolzen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier... Oh, Henry! Und das ist auch, ihr seht es hier oben, ein Reese's Produkt. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass das ein bisschen...
gedamaged ist. Es könnte, wie gesagt, aber auch sein, dass es geschmolzen ist. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen einfach mal und lassen uns überraschen, was hier genau passiert ist. Vielleicht ist aber auch alles normal. Ih, da ist ja Klebstoff von der Verpackung. Ih. Okay, nee. Oh, Henry geht's gut. Nee, dem geht's gut. Das sieht nur so aus. Ah, die sind auch wieder. Okay, nee, es ist nur Scheiße. Jetzt habe ich den Dödel da rausgeholt, verdammte Axt. Warte mal. So. Okay. Na, so sieht's aus. Ich beiß mal ab. Dann zeige ich das schon. Boah, geil. Auch das gleiche wieder. Vom Geschmack her viel besser als dieser Mr. Big. Hammer. Oh, das geht runter wie Erdnussbutter. Das geht runter, wie Erdnussbutter gehen sollte. Hammergeil. Boah, der schmeckt hammer. Was guckt ihr euch hier eigentlich an? Ihr guckt euch an wie ein Fettsack, die ganze Zeit darüber schwärmt, wie geil Peanut Butter ist. Warum guckt ihr euch das eigentlich an? Ich verstehe es nicht. Machen wir weiter mit... Okay, das sind Gummibärchen. Und die heißen Maynards. Ich zeige gerne. Bitte sehr. Bläh. Hier. Maynards mit Swedish Berries. Das sind wie so eine Art Erdbeer. Ich würde sagen, das ist... Ja, das ist wie so eine Art Erdbeer. Irgendwas. Hätte ich jetzt mal behauptet. Zumindest sehen die Dinger vorne drauf aus wie Erdbeere. Ich würde aber mal sagen... Toll. Ich sollte mir vielleicht zusätzlich zu meinem Messer demnächst auch noch eine Schere hier hinlegen. Wenn ich irgendwelches Essen auspacke. Besser wäre das auf jeden Fall. So. Boah. Also riechen tut es schon mal geil. Okay, es könnten auch Himbeeren sein. Also entweder sind es Himbeeren oder Erdbeeren. Ich weiß nicht. So sehen sie aus. Sind halt eben Gummibärchen. Let's go. Was soll ich sagen? Ich kann mal wieder absolut nicht beurteilen, ob das jetzt Erdbeere oder Himbeere ist. Ich weiß es nicht. Schmeckt auf jeden Fall ziemlich gut. Was mich wundert, ich krieg ausnahmsweise keine Zahnschmerzen. Ich weiß, jetzt sagt er wahrscheinlich, warum frisst du den ganzen Scheiß, wenn du überhaupt von einem Zahnschmerzen kriegst? Es schmeckt halt gut. Nein, aber, also es schmeckt wirklich lecker. Und es hat nicht so diesen typischen Gummibärchen-Geschmack, wie jetzt so Haribo oder so, aber es schmeckt wirklich gut. Die schmecken wirklich lecker und Himbeere oder Erdbeere, eins vorbei, ich weiß es nicht. Steht doch drauf, sag an. Was labert der Dicke denn da die ganze Zeit? Der kann doch einfach mal drauf gucken. Was da theoretisch gesehen drin ist. Kornstach. Okay, sollte es mich jetzt beunruhigen, dass da weder Erdbeere noch Himbeere drin ist? Swedish Berries heißen die einfach nur. Okay. Okay, es ist weder Himbeeraroma noch Erdbeeraroma drin. Ich weiß nicht, was drin ist. Keine Ahnung, aber sie schmecken gut. Man kann sie sich auf jeden Fall gönnen. Und dann haben wir noch die Sweet Tarts. Extreme Sour and Chewy. New Look. Okay. 6-8 Piece Serving per Pack. Okay. So sehen diese aus. Die Sweet Tarts, und ihr wisst, also wer meine Unboxings verfolgt, der weiß, dass ich mit saurem Zeug absolut überhaupt nichts anfangen kann. Also wirklich so überhaupt nicht. Ich werde es aber dennoch tun für euch. Die sehen ja aus wie... Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Die sehen ja aus wie... Als würdest du heute noch richtig fett bumsen wollen. Ich das mal so sagen darf. Ihr habt zwei verschiedene Farben. Ich hoffe, ihr seht das. Das sind solche Drops. Und die sind sehr hart, wie man hört. Aber... Also die sehen aus wie Viagra-Pillen, ne? Egal, ich probiere einfach mal. Let's go.
Boah, sind die ekelhaft. Alter, ich brauche Taschentuch. Wo sind meine Taschentücher? Habe ich keine Taschentücher hier oder was? Boah. Nee, sorry, ich kann die nicht essen. Das geht nicht. Also die sind wirklich. Also ich habe noch nie in meinem Leben sowas Saures gegessen. Ich habe schon oft gelesen, so Extreme Sour. Aber das hast du noch ausgehalten irgendwie. Aber die Dinger, Alter. Ne. Du hast überhaupt keinen Geschmack gemerkt, von was es jetzt irgendwie ist. Du hast aber nur dieses Saure im Mund gehabt. Ne. Kann ich nicht essen. Geht nicht. Kann ich absolut nicht essen. Ich meine, die sind das, was sie versprechen. Ja. Sie sind sauer. Und wenn ihr Bock darauf habt und mal was richtig Saures essen wollt, gönnt euch die auf jeden Fall. Für manche vielleicht ein Nachteil, sie sind von Nestle. Ja, also bevor ihr euch die irgendwie bei Amazon oder so bestellt, das ist ein Nestle-Produkt. Ich weiß, da gibt es einige, die da vielleicht ein Problem mit haben, was auch absolut nachvollziehbar und auch in Ordnung ist. Wie gesagt, das ist ein Nestle-Produkt. Aber wenn ihr mal was richtig Saures essen wollt und auf sowas steht, gibt es ja tatsächlich Leute, dann kauft euch die Dinger und... So, die Box ist leer. Das war's. Diesen Monat, das Kanada-Heftchen, wo ist es da? Sind auf jeden Fall, es ist für alle was dabei. Es ist was Süßes dabei, es ist Salziges dabei und es ist was Saures dabei. Perfekt. Ich wünsche mir nur ab und zu mal, warum sind da keine Getränke mehr drin? Huch. Ich finde es ein bisschen schade, warum in der Vernaschti-Weltbox keine Getränke mehr sind. Das finde ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also ist alles drin gewesen, was ja auch aufgelistet ist. Ja? Aber ich finde es ein bisschen schade, dass keine... Dass fast keine Getränke mehr da drin sind. Das ist echt ein bisschen blöd. Fand ich eigentlich immer ganz lecker. Das war es auf jeden Fall. Die Kanada-Box. Ich stelle das mal so. So. Ein bisschen zu nass. Das war die Kanada-Box. Wenn ihr auch Bock habt auf eine Vernaschti-Weltbox, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, unten in die Videobeschreibung zu gucken. Da gibt es einen Link. Ist kein Affiliate-Link. Da gibt es keine Rabattierung oder irgendwas. Ne? Ist einfach nur quasi eine Information dafür, dass ihr auch, wenn ihr Interesse an so einer Box habt, in den Genuss kommen können von monatlichem Naschkrams. Und falls euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Falls nicht, gerne auch einen Daumen nach unten. Dann aber bitte erklären, warum. Und ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns, wenn ihr wollt, bezüglich Vernascht die Welt im nächsten Monat wieder. Ansonsten die Tage. Macht's gut. Bis dann und tschüss.